7 Millionen Menschen auf engstem Raum. Und wir mittendrin. Hongkong, Chinas westöstliche Metropole. Mein Ausland. Am Sonntag um 21.45 Uhr bei Phoenix. Tausend Jahre lang gilt das christliche Byzanz als Inbegriff von Glaube, Macht und unermesslichem Reichtum. Doch am Ende versinkt das stolze Kaiserreich in Intrigen, Krieg und Katastrophen. Wie konnte Byzanz zur Weltmacht am Bosporus werden? Und was führte nach tausend Jahren zum Fall von Konstantinopel? Mythos Byzanz. Am Mittwoch um 20.15 Uhr bei Phoenix. Allahu Akbar, rufen sie. Es ist der 7. Januar. Gerade haben die zwei Terroristen bei der Satirezeitschrift Charlie Hebdo ein Massaker angerichtet. Anschließend erschießen sie auf der Flucht noch einen Polizisten. Ein weiterer Terrorist tötet in einem Supermarkt für koschere Lebensmittel 4 Menschen. Schließlich stirbt der Attentäter im Kugelhagel der Polizei. Ebenso die beiden anderen Terroristen. Bilanz der Anschläge: 20 Tote. Frankreich steht unter Schock. Millionen Menschen gehen auf die Straße und bekennen sich, ich bin Charlie. Anders in den Problemvierteln der Vorstädte. Bis dorthin reichten Solidarität und Verständnis mit den Opfern nicht. Und heute? Man darf sich nicht beklagen, wenn es eine Gegenreaktion gibt. Vor allem, wenn die Leute vorher kommen und euch warnen und sagen, Vorsicht, das ist ein hochsensibles Thema. Ich kann die von Charlie Hebdo nicht leiden. Die wussten ganz genau, dass sie mit ihren Karikaturen unsere Religion nicht angreifen durften. Die haben doch alle jüdische Wurzeln. Der Präsident Hollande auch. Die wollen doch nur den Islam bekämpfen. Wer bekämpft hier wen? In den Vorstädten von Paris. Wie geht's? Ganz gut. Ich bin da mit Leuten von der Presse, weißt du? Es heißt immer, wir sollen die nicht reinlassen. Ich sage da doch, weil ich denke, man muss ihnen zeigen, wie es hier wirklich ist. Charles Acker ist in der Elfenbeinküste aufgewachsen, als Katholik in einem muslimischen Viertel. Dort funktionierte die Solidarität. Und so sollte es seiner Ansicht nach auch hier sein. Wenn ich diese Kinder hier sehe, dann ist es, als wären das meine Kinder. Die sehen mir ähnlich. Ich sehe mein eigenes Leben. Wenn ich keine Hilfe von anderen Leuten gehabt hätte, dann wäre ich heute ein anderer. Ich komme aus einer Familie mit vielen Kindern. Da kann man nicht alles von den Eltern lernen. Ich war viel draußen, bei Leuten, die mir zugehört haben. Mit Ende 20 ist Charles Acker nach Frankreich ausgewandert, um hier zu jobben. Er fand eine Stelle als Sozialarbeiter. Als Sozialarbeiter habe ich nicht in einem Büro gesessen. Ich war mit den Jungs in den Treppenhäusern. Charles, vielleicht gehörst du zur Polizei und verpfeifst uns, haben sie gesagt. Naja, das war Spaß. Die wussten, dass das nicht stimmt. Er sei längst zu alt geworden für die gefährliche Arbeit als Streetworker, sagt Acker. Heute trauten sich die Sozialarbeiter aus ihren Jugendzentren nicht mehr heraus und kämen deshalb nicht an die Problemfälle heran. Zu den Jungen in den Treppenhäusern gehörte damals Amedi Coulibaly. Es ist der Mann, der im Januar den Anschlag auf den koscheren Supermarkt verübte. Ich habe ihn aufwachsen sehen. Ich habe seine Anfänge mitbekommen. Ja, das tut weh, dass er so geändert ist. Das tut sehr weh. Tut mir leid. Mehr will Acker nicht sagen. Die Wunden sind lange nicht geheilt.
In einem Hausflur spricht uns Sergent Guérillard an, weil er die Kamera gesehen hat. Er ist Rapper und hofft, wir könnten seine Musik bekannter machen. Er nimmt uns mit auf das Dach eines Wohnhauses, was eigentlich verboten ist. Das ist Raphael. Raflo, der rappt auch ein bisschen. Naja, der nimmt das nicht so ernst. Der richtige Rapper ist eher hier. Mixon, der wird mal ganz groß. Hakim ist kein Rapper, der gehört aber auch zur Gruppe, er ist hier aufgewachsen. Da hinten, das ist Brax, der markiert den Speer. Was ist das, ein Speer? Er schaut unten, was los ist. Das da unten ist der Platz Copain d'abord. Da stehen sie alle. Das ist der Ort, an dem alles passiert. Hey, ich bin hier oben. Hey, ich gehöre zu denen vom Kanal. Komm hoch, dann kannst du den Text ablassen. Na los, komm, komm, komm. Los, weiter, weiter. Komm, mach weiter. Je les malmène, je fais la concurrence, dis-moi c'est quoi le blême. Dis-moi c'est quoi le blême. En KTM, bah les couches bombardent sur la francilienne. Sur la francilienne. CNL, que des braves contre l'État, on a une grosse haine. Mit großer Energie hat Sergent Guérillard Rapper-Treffen in den Problemvierteln organisiert und daraus eine Clipserie fürs Internet gemacht. Das alles auf eigene Kosten. Sergent Guérillard. Sergent, vrai, épisode 5. Épisode 5. Sergent, vrai, tu vois. Donc, garde tes distances. Faut me faire que je te bosse. Avec ma paire de dents, je te rentre dedans. C'est-à-dire, je suis venu. Ich habe einen Verein gegründet, denn ich habe viele Ideen. Aber jedes Mal haben sie mir im Rathaus die Ideen geklaut. Sie haben meine Vorschläge erstmal abgelehnt und ein Jahr später wollten sie mein Projekt unter ihrem Namen verkaufen. Und ich sollte daran teilnehmen. Davon habe ich die Nase voll. Da in dem Twingo, da filmt einer. Die Bullen sind ständig hinter uns her. Das nervt. Das ist Mobbing. Die Polizei mobbt uns. Die suchen ständig nach irgendwas. Manchmal denken wir nach, bevor wir reagieren. Aber manchmal geht uns das tierisch auf die Nerven. Dann reagieren wir so, wie das nicht immer angebracht ist. Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Die Jungen wissen, wie sie im Viertel an Geld kommen. Du brauchst gar nicht zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Die 200 Euro habe ich in 2 Stunden verdient. Nur mit schauen, ob da nicht die Polizei kommt. Nicht hier, in einem anderen Viertel, weiter weg. Für ältere Typen, für die, die das Geld haben. Ja, das ist gefährlich, aber entweder es geht gut oder nicht. Es ist leicht verdientes Geld als Späher für Drogenbosse. Und ein erster Schritt in einer Halbwelt. Den Polizisten in ihren Autos fällt nichts weiter auf. Die sogenannte Nachbarschaftspolizei, die zu Fuß unterwegs war, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Abgeschafft von Ex-Präsident Sarkozy. Wenn es ein Problem gab, gingen Polizisten zu den Jungen nach Hause. Die Jungen entschuldigten sich und die Polizisten sagten, solche Dummheiten will ich morgen nicht mehr sehen. Die haben denen nicht immer gleich Handschellen angelegt und sie auf die Wache mitgenommen. Solange die Polizei sich so benimmt, wird es Spannungen geben.
Früher sind wir ohne Helm Motorrad gefahren. Jetzt haben wir einen Helm und eine Versicherung. Und sie sind trotzdem hinter uns her. Das ist der Altherrenclub, oder was? Bravo! Nicht filmen, die dürft ihr nicht filmen. Also Leute, wir sind weg. Ich muss arbeiten. Wir brechen unsere Zelte ab. Nabil ist sich sicher, dass wir in seinem Viertel filmen können, solange er uns begleitet. Schließlich ist er dort zu Hause. Wir fahren in Richtung der Tartaret, ein Hochhausviertel, das in den 60er Jahren entstand. Gebaut für die erste Generation von Gastarbeitern aus den ehemaligen Kolonien in Nord- und Schwarzafrika. Da hinten rechts. Die erste Ausfahrt. Ja, da, direkt rechts. Gibt es hier viel Drogenhandel? Ja, hier wird viel umgesetzt. Es gibt alles Mögliche, Shit, Kokain und so weiter. Hier gibt es heute alles. Diese Straße nennt die Polizei Straße des Todes, wegen der Aggressivität. Wenn die Polizisten da reinfahren, dann kommen sie womöglich nicht lebend wieder heraus. Es gibt überall Späher in den Blocks. Die Typen auf den Motorrädern, das sind auch alles Späher. Fahr lieber weiter. Da hinten wohne ich, in dem Haus aus Stein. Nabil meint, wir könnten ein Stück zu Fuß gehen, um näher an die Blocks heranzukommen. Schaut mal, die Scheiben sind eingeschlagen. Die Tür ist auch kaputt. Hier werden oft Autos angezündet. Autos, die hier länger stehen, werden meistens zerstört. Das da, das sind die Hochhäuser der Tartaret. Das da ist das Zentrum der Tartaret. Dann macht Nabil einen Fehler. Er hat vergessen, dass das Viertel ein Staat im Staate ist, mit eigenen Regeln. Er will uns einen Cousin vorstellen, sieht aber nicht gleich, dass da noch zwei Männer stehen. Ginox! Hallo Dinox, komm mal her. Nein, hier nicht, geh weiter. Halt die Kamera runter. Lass die Kamera. Schneller, schneller. Die sind gerade aus dem Gefängnis gekommen. Die sind wahnsinnig. Das sind Drogenbosse. Die Männer folgen in kurzem Abstand. Sie sagen immer wieder, dass Nabil keine Kamera ins Viertel lassen sollte. Lauft jetzt, steigt in das Auto. Nabil konnte sich nach Hause retten. Nochmal aber wird er keinen ungebetenen Besuch mit ins Viertel bringen. Mein Cousin hat mir das verboten. Wenn ich es noch einmal mache, dann schlägt er mich zusammen. Sich dagegen aufzulehnen, kommt Nabil nicht in den Sinn. Er ist mit den Regeln der Vorstadt aufgewachsen. Aus kriminellen Geschäften hält er sich aber heraus. Man kann von einem Tag auf den anderen in die Geschichten hineingezogen werden und im Gefängnis landen. Manche gehen morgens aus dem Haus und sagen ihren Eltern Tschüss und dann sind sie weg, weil sie im Gefängnis sitzen.
In deinem Kopf kann sich auch etwas ändern, von einem Tag auf den anderen. Und dann hat die Vorstadt dich plötzlich verschluckt. Warum wir hier bleiben? Das ist wegen Ihnen. Wegen denen allen bleibe ich hier. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wo sollen wir denn hin und wozu? Wir fühlen uns wohl hier. Wollt ihr denn nicht zur französischen Gesellschaft dazugehören? Ich kann mich nicht anpassen an eine Gesellschaft, die keine Prinzipien hat. Schaut mal, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das steht auf allen Gebäuden, überall. Und wo wird das respektiert? Nirgends. Nirgends. Welche Zukunft aber haben Sie hier in den Wohnsilos, eingeklemmt zwischen Autobahnen und Schnellstraßen? Mehr als die Hälfte der Jugendlichen hat keinen Job. Die meisten anderen müssen sich mit Zeitarbeit zufrieden geben. Auch wenn manche Blocks einen neuen Anstrich bekommen haben, die soziale Misere ist geblieben. Und mit ihr das Gefühl, nichts wert zu sein in Frankreichs Gesellschaft. Suhel will, dass die Bewohner hier wieder stolz auf sich sind. Sein Vorbild ist Malcolm X, der muslimische Kämpfer für die Rechte der Schwarzen in den USA. Für die Jüngeren ist Suhel großer Bruder und Ratgeber. Ich habe einen Kumpel, der kein Muslim ist, aber seine Freundin ist Muslima. Kann er sie da einfach heiraten oder muss er vorher Muslim werden? Er muss wissen, in welcher Welt seine Freundin lebt. Für eine Ehe braucht es mehr als Gefühle. Er darf nichts übereilen. Sie kommt aus dem Maghreb. Sie will, dass mein Kumpel zu ihrem Vater geht. Ihr sind die Risiken oder besser Konsequenzen nicht klar. Sie muss mit ihren älteren Schwestern reden. Wenn sie keine Schwestern hat, dann muss sie eine andere ältere Person finden, die sie beraten kann. Sie darf sich da nicht einfach hineinstürzen. Man muss erst einmal viel erfahren über die Kultur, die Religion und die Reaktionen des anderen. Dann schaut man, ob man nach vorn geht oder ob man lieber einen Rückzieher macht. Die Leute interessieren sich für ihre Religion und für ihre Kultur. Sie wollen wissen, wo sie herkommen, was ihre Geschichte ist. Es gibt ein religiöses Erwachen, ein neues Selbstbewusstsein. Suhel wohnt noch immer zu Hause bei seiner Mutter. Von seinen Jobs als Wachmann kann er sich keine eigene Wohnung leisten. Kommt mit, das ist mein Zimmer. Diese Bücher da sind alle auf Arabisch. Suhel hat bei der fundamental-islamischen UOIF eine Ausbildung zum Imam durchlaufen. Dort hat er auch Arabisch gelernt. Wir bitten ihn, seinen Lieblingsvers vorzulesen. Das ist ein Vers aus Sure 5, Vers 32. Da sagt Allah auf Arabisch: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما donc quiconque tue un être humain wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Und wer eines Menschen Leben erhält, rettet die gesamte Menschheit. Einen Teil seines religiösen Wissens bezieht Suhel aus dem Fernsehen. Von einem Sender aus Saudi-Arabien, der die Prinzipien eines fundamentalistischen Islam hochhält. Seine Mutter Nadia hat sich früher gar nicht für Religion interessiert. Ihre drei Söhne hat sie allein aufgezogen, hat sich mit Fabrikarbeit durchgeschlagen, als sie vor 30 Jahren nach Frankreich kam. Alleinerziehend, emanzipiert. Aber Suhel will nun eine traditionell muslimische Familie gründen. Ich sehe mich nicht mit einer Frau mit blauen Haaren. Und sie muss meine Interessen teilen.
Warum soll sie denn keine blauen Haare haben? Warum nicht? Was ist daran verboten? Verboten ist es nicht, aber ich habe ja auch keine blauen Haare. Aber wo bleibt die Toleranz? Genau das finde ich traurig an den verschleierten Frauen. Die sind einfach nicht kokett. Das ist doch schade. Das gehört ins Private. Warum? In der Privatsphäre, da können sie für ihren Mann kokett sein. Oder wenn sie mit Freundinnen zusammen sind. Die verschleierten Frahen, die sehen doch nach nichts aus, Suhail. Tut mir leid. Die Freundin meiner Mutter, die hätten sie mal sehen müssen. Sowas gibt's hier gar nicht mehr. Das ist erschütternd. Die Freundin meiner Mutter, die mochten gern Schmuck. Sie haben sich geschminkt. Jetzt sind die Frauen hier verschleiert wegen der Religion. Und wenn eine da nicht mitmacht, dann kommen die anderen. Warum schminkst du dich? Das ist verboten im Islam. Meine Mutter ist der Mensch, den ich am meisten liebe auf der Welt. Ich möchte gern, dass sie auch ihre Freude findet an der Religion. Aber diesen Weg kann sie nur allein gehen. An dem Tag, an dem sie etwas darüber erfahren möchte, bin ich da. Aber bislang ist der Tag noch nicht gekommen. In ein paar Tagen will Suhail seine vierte Mekka-Reise antreten. Gern lässt seine Mutter ihn nicht fahren. Du passt auf dich auf. Vertraue keinem. Fang nicht wieder an. Das stimmt doch. Lass es bitte. Du bist der Mann, das ist wahr. Aber gib auf dich Acht. Wenn du ankommst, rufst du mich an. Dieses religiöse Phänomen greift immer mehr um sich. Ich will nicht, dass mein Sohn da hineingerät. Er kann ja gern fromm sein, aber er muss vernünftig bleiben, gewaltfrei, nicht brutal. Suhail hat genug von den Vorhaltungen seiner Mutter und bittet uns, das Interview zu beenden. Die Sorge um den Sohn ist verständlich. Amedi Coulibaly, der Attentäter, der im Januar den koscheren Supermarkt überfiel, kam aus dem Nachbarviertel Grande Borne. Kleinkriminalität, Drogengeschäfte, Banküberfälle. Die Laufbahn des Attentäters Amedi Coulibaly ist so ungewöhnlich nicht. Im Gefängnis hat Coulibaly 2010 seinen radikalen Mentor Jamel Bengal getroffen. Selfies mit seiner Freundin Hayat von einem Kampfsportaufenthalt in der Auvergne. Dass Coulibaly erst im Gefängnis zum Extremisten wurde, kann Charles Acker nicht glauben. In einem Viertel wie diesem gibt es zwangsläufig Leute, die sich an die Jugendlichen heranmachen. Es gibt genug, die keine Zukunftschancen haben. Das muss man verstehen, wenn man den Jugendlichen helfen will, sich aus diesen Clowns zu befreien. Das sind richtige Clowns. Sie sehen ja, was aus Amedi geworden ist. Der ist ja nicht als Terrorist geboren worden. Charles Acker leitet heute einen Verein, der Migranten dabei hilft, sich in Frankreich anzusiedeln. Er bietet Beratung an im Umgang mit Behörden und Französischunterricht. Das Fragezeichen kennt ihr alle. Aber wer hat ein Beispiel für einen Satz mit Ausrufezeichen? Ein paar Monate vor dem Anschlag hat ihn Amedi Coulibaly überraschend in seinem Büro besucht. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er mir sagt, was er wollte. Ich habe ihn 1999 aus den Augen verloren und dann kommt er 2014 wieder.
Das ist ja eine lange Zeit. Sie wissen nicht, was er wollte? Ich weiß es nicht. Und mit der Zeit, ich komme damit immer noch nicht klar. Ich glaube, er hat in mir seinen früheren Ansprechpartner gesucht. Den Streetworker, der ich mal war. Den hat er nicht gefunden. Ich bin ja kein Streetworker mehr. Deshalb hat er kein Vertrauen gehabt und hat mir nichts erzählt. Er hat die Person, an die er gewöhnt war, nicht gefunden. Sie meinen, er wollte Ihnen etwas anvertrauen? Ja, ja. Sie haben das in dem Moment nicht verstanden. Sie meinen, Sie sind gescheitert? Ja. Ja, ich bin da gescheitert. Er wirkte ungewöhnlich ausgeglichen. Das kann kein Zufallsbesuch gewesen sein. Er war zu selbstsicher. Ich habe erst später verstanden, woher das kam. Seine Freunde sagen, Amedi war nicht mehr er selbst. Er war wie ferngesteuert. Er war wohl sehr indoktriniert. Akka ist überzeugt, dass Amedi Coulibaly bei ihm Halt gesucht hat und über seine extremistischen Überzeugungen sprechen wollte. Und dass er ihn vielleicht hätte umstimmen können. Hätten die religiösen Würdenträger ihn umstimmen können? Ausgerechnet in dieser Banlieue steht eine der größten Moscheen Frankreichs. Der Rektor, Khalil Merun, kommt aus Marokko und ist selbst ein ehemaliger Gastarbeiter. Er hat an den Hochöfen Lothringens gearbeitet und damals eine Wohnung mit einem katholischen Priester geteilt. Er arbeitet und betet für das friedfertige Zusammenleben der Religionen, das seine eigene Geschichte geprägt hat. Die Radikalisierung findet nicht in den Moscheen statt, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Die meisten Jugendlichen lernen die Religion heute auch nicht mehr von ihren Eltern. Sie lernen sie im Internet. Deshalb kann ich hier als Leiter der Moschee das Problem des religiösen Extremismus nicht lösen. Aber wir leisten Informationsarbeit. Wir informieren die Menschen darüber, was die Religion eigentlich bedeutet, welchen Sinn sie hat. Die Attentate vom Januar haben einen Graben aufgerissen mit der jüdischen Gemeinschaft. Den will er nun wieder zuschütten. Wir pflanzen ihn da hinten und wenn wir fertig sind, dann kommen wir wieder. Khalil Merun und der Rabbi der jüdischen Gemeinde. Sie wollen mit symbolischen Handlungen Brücken bauen. Dabei lässt Merun keinen Zweifel daran, wo er steht. Den Olivenbaum habe ich nicht zufällig gewählt. Er ist Symbol für die Freundschaft zwischen den Religionen, genau wie mein Freund der Rabbiner es gesagt hat. Die Zeremonie ist auch ein Akt der Zivilcourage. Seit den Anschlägen im Januar steht Khalil Merun unter ständigem Polizeischutz. Sein Engagement für einen friedlichen Islam passt den Extremisten nicht. Er hat Drohungen erhalten. Man kann diese Extremisten nicht bekehren. Sie sind eine Plage für die ganze Welt geworden. Diese Leute bedrohen nicht nur Frankreich, sie bedrohen die ganze Welt. Wir müssen alles tun, um diese unheilvollen Ideologien zum Scheitern zu bringen.
ces idéologies néfastes. Khalil Merun zählt auf seinen Freund, Frankreichs Premierminister Manuel Valls, der hier in Évry lange Bürgermeister war. Valls soll die Muslime schützen, vor den religiösen Extremisten auf der einen und vor der extremen Rechten auf der anderen Seite. Direkt nach den Anschlägen eilte Manuel Valls nach Évry und hielt dort eine ergreifende Rede. Combien vous, compatriotes, citoyens, ich weiß, wie schwer das, was geschehen ist, auch für euch Bürger muslimischen Glaubens ist. Ich danke Khalil Merun für seine Worte, die er gestern noch in der Moschee von Évry Courcouron gesprochen hat. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich zu sagen habe. Man muss sich dagegen wehren, dass der radikale Islam und der Dschihad mit dem toleranten Islam verwechselt werden. Das ist ein wichtiger Moment. Nicht nur die Demonstration morgen, sondern auch die Tage und Wochen, die kommen. Frankreich ist erwacht. Es gibt ein neues Bewusstsein. Nun, 5 Monate später, ist von diesem neuen Bewusstsein nicht mehr viel zu spüren. Einen Plan, wie den Jugendlichen in den Vorstädten geholfen werden kann, gibt es noch immer nicht. Oft ist der Rektor die einzige Anlaufstelle. Ein junger Muslim mit Geldproblemen bittet ihn um Hilfe. Sie haben sich also gesagt, ich gehe zur Moschee, da finde ich ein offenes Ohr? Die anderen Leute hatten Angst vor mir. Dann hat jemand gesagt, ich sollte zu Ihnen gehen. Beten Sie für mich. Ich gehe mal schauen, ob mein Schatzmeister da ist. Dann helfen wir Ihnen weiter. Merun sieht die Probleme jeden Tag. Er ist enttäuscht. Doch nicht nur sein Freund, der Premierminister, habe zu wenig getan. Ob von rechts oder links. Alle demokratischen Parteien haben gesagt, dass sie viel für die Jugendlichen tun werden. Das geht nun schon seit 10 Jahren so. Aber konkret passiert gar nichts. Die Jugendlichen, ob sie nun Muslime sind oder nicht, werden empfänglich für die Angebote der religiösen Eiferer. Die sagen ihnen, komm zu mir, dann bekommst du Geld, eine Frau und eine gute Zukunft. Wenn du stirbst, dann kommst du ins Paradies. Religiöse Versprechen statt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dem Wahlspruch der Französischen Republik. Der mag vor der Schule hängen, doch damit genug. Eine Aufarbeitung der Anschläge in den Schulen findet nicht statt. Die Jugendlichen sind allein mit ihren Fragen und ihren Gefühlen. Seit der Tat von Amedi bis heute wird darüber nirgends gesprochen. Es wäre wichtig, dass die Jugendlichen ihre Meinung sagen, dass sie ein wenig aus der Haut fahren und sich ausdrücken, damit man mit ihnen arbeiten kann. Aber das geschieht nicht. Das ist besorgniserregend. Das ist, als wäre das nur der Beginn, als käme da noch etwas. Aber was? Es ist das erste Mal, seit ich 1994 diese Banlieue betreten habe, dass ich wirklich Angst habe. Die Jungen vom Kanalviertel misstrauen seit den Anschlägen noch stärker allem, was vom französischen Staat kommt. Manche bezweifeln sogar, ob die Anschläge im Januar überhaupt so stattgefunden haben. Das ist der Titel. Amedi Coulibaly, erschossen mit Handschellen an den Händen. Da sieht man die Hände. Ja, sieht aus, als wären sie gefesselt. Das ist doch verdächtig. Da sieht man die Hände. Sieht aus, als ob er Handschellen trägt. Die haben sogar noch geschossen, als er schon auf dem Boden lag. Mindestens 10 Kugeln. Ah, die Hunde.
Wisst ihr, wer das Video ins Netz gestellt hat? Nein, das weiß ich nicht. Aber der hat recht. Ich sage euch, wir wissen alle nicht, was da wirklich passiert ist. Präsident Hollande, der weiß, was da vorgegangen ist. Der tut so, als hätte er damit nichts zu tun. Aber der steckt ganz tief drin. Hollande, il est là, il fait le mec, désolé, mais il est dedans aussi, il est dans l'histoire. Les personnes. Même l'État français, déjà. Frankreich ist sowieso ein Judenstaat. Schaut doch mal genau hin. Die sind durchtrieben. Der Premierminister hat jüdische Vorfahren, Hollande hat jüdische Vorfahren. Die wollen doch nur den Islam bekämpfen. Hollande, il a des racines juives, ils ont tous des racines juives, ils savent très bien, ils veulent que combattre l'islam. Wir wollen wissen, wer das Video ins Netz gestellt hat und stoßen auf die Seiten von Alter Info. Der Herausgeber ist der aus der Türkei stammende Senel Çekici, der auf seinen Seiten absurde Komplotttheorien verbreitet. Er wurde bereits wegen Aufrufs zum Rassenhass zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Aber auch auf Seiten von Rechts- und Linksextremisten sind Videos dieser Art zu finden. Für den Extremismus-Experten Jean-Yves Camus ist klar. Da kommen drei Ideologien zusammen. Einmal die radikale Rechte mit ihren antisemitischen Komplotttheorien. Dann der radikale Islam, der ebenfalls antisemitisch ist. Und zum Dritten manche Personen aus der extrem linken Szene. Auch sie verbreiten diese antisemitischen Komplotttheorien, denn in ihren Augen ist der Staat natürlicherweise eine Kraft, die das Volk manipuliert und unterdrückt. Ihnen allen geht es darum, Muslimen, die antisemitische Akte begehen, eine Rechtfertigung für diese Verbrechen zu geben. Man tut so, als seien die jüdischen Opfer selber an ihrem Schicksal schuld. Die meisten jüdischen Kinder aus der Gegend gehen inzwischen in Privatschulen. Viele Eltern haben Angst, sie könnten von ihren Klassenkameraden ausgegrenzt werden. Abigail ist eine der wenigen Jüdinnen, die hier im Viertel zur Schule gegangen ist. Jahrelang war sie in überwiegend muslimischen Klassen. Das berührt mich. Ich habe ja eine super Zeit gehabt mit meinen Freundinnen, ob sie nun Christinnen oder Muslime sind. Dass ich nach Israel in die Ferien fahre, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Ich habe das schon einmal gesagt. Da wurde ich gleich böse angeschaut. Alle schweigen plötzlich. In solchen Momenten fühle ich mich alleingelassen. Zehn Kilometer weit fahren Vater und Tochter zum nächsten Laden für koschere Lebensmittel. Trotz der Anschläge, Wachen vor der Tür gibt es nicht. Einkauf für das Schabbatessen. Möchtest du noch etwas? Kekse. Die isst sie gern. Ich habe gestern welche gekauft. Ich dachte, das reicht. Jüdisches Leben wie früher, nur wesentlich diskreter. Wir müssen uns schon verstecken. Hier den Davidstern, den stecke ich lieber unter den Pullover. Ich habe auch eine Kippa auf dem Kopf, aber ich setze meine Mütze darüber auf, weil ich mit der Kippa nicht rausgehen kann. Das heißt nicht, dass ich mich schäme, Jude zu sein. Das heißt, dass ich vorsichtig sein muss. Abigails Vater ist seit längerem arbeitslos und hat sich in dieser Zeit stärker in der jüdischen Gemeinschaft engagiert. Und das ist ja
Er konnte beobachten, wie die Zahl der Angriffe auf Juden in den vergangenen Jahren immer mehr zunahm. Ich bin wahnsinnig wütend. Wie soll man auch anders reagieren als mit Wut, auch wenn die Anschläge nicht wirklich überraschend kamen? Ich hatte das Gefühl, dass so etwas passieren musste. Mehrere befreundete Familien sind schon nach Israel ausgewandert. Und noch mehr sitzen seit den Anschlägen im Januar auf ihren Koffern. Amen. Abigail will aber in Frankreich weiter studieren. Ich hoffe, dass es hier immer einen Platz für Juden geben wird. Und wenn nicht, dann müssen wir uns diesen Platz erkämpfen. Das ist doch unser Land. Es gibt heute gewisse Parallelen mit der Nazizeit. Auch damals wurden Juden getötet, nur deshalb, weil sie Juden waren. Da gibt es schon Ähnlichkeiten, auch wenn das nicht in allen Punkten vergleichbar ist. Ich glaube, dass man nicht fatalistisch sein darf, sondern man muss den Lauf der Geschichte ändern. Wenn man rechtzeitig merkt, dass es da ein riesiges Problem gibt, dann kann man auch rechtzeitig etwas dagegen tun. Den Lauf der Geschichte ändern. Das will Khalil Meroun auf seine Weise erreichen. Seit Januar lädt er hohe Würdenträger des Islam ein, damit sie hier in der Pariser Banlieue gegen die Gewalt predigen. Heute ist ein Mufti der Al-Azhar-Moschee in Kairo gekommen, das Zentrum der sunnitischen Muslime. Wir können alle zusammen mit unseren Brüdern in einer Gesellschaft leben. Ja, mit wirklich all unseren Brüdern. Ich respektiere dich und du respektierst mich. Der Mufti scheut die Öffentlichkeit keineswegs. Doch draußen protestieren zwei Männer heftig gegen das Kamerateam. Dann ruft auch die Polizei. Ich darf mich ausdrücken. Wo ist das Problem? Jemand beschuldigt ihn, von den Extremisten des IS geschickt worden zu sein. Der Mann stößt Flüche aus. Die Sicherheitskräfte des Rektors isolieren ihn. Der tut so, als wäre er selbst ein Mufti und entscheidet, dass Nichtmuslime hier nicht filmen dürfen. Sehen Sie mal, die Mehrheit ist gegen ihn. Er hat mich fotografiert und will nun mein Foto ins Internet stellen. Er will da sagen, dass ich euch habe filmen lassen. Er hat nicht das Recht, mein Foto zu behalten. Sag ihnen, sie sollen die Fotos löschen. Er hat sie vor uns gelöscht. Es ist vorbei. Trotz der angespannten Stimmung lässt der Rektor uns in der Moschee filmen. Der Mufti predigt gegen Fanatismus. Er verurteilt Versuche, Morde mit dem Islam zu legitimieren. Khalil Meroun wirkt am Ende erschöpft. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass manche Leute einfach nichts verstehen wollen. Es hat gar keinen Sinn, sich mit diesen Leuten abzumühen. Man darf aber auf keinen Fall aufgeben. Der Kampf gegen den Extremismus ist auch ein Kampf für die Anerkennung der Muslime in Frankreich. Seine Glaubensbrüder sollen sich einfügen in diesen Staat. Souhel sieht das ganz anders. Anpassung ist für ihn keine Lösung. Er will Frankreich verändern.
Willkommen in Frankreich. Das Frankreich von heute sieht ganz anders aus als das von 1970. Wir Muslime werden immer zahlreicher. Wir haben hier das Bodenrecht. Wir sind Franzosen. Wir haben Recht auf unsere Kultur und auf unsere Religion. Wir wissen, wo wir stehen. Die anderen, die wissen nicht, wo sie sind. Das werden wir denen noch erklären. Der Mehrheitsgesellschaft sagen, wo es lang geht. Solche Töne fürchtet das etablierte Frankreich. Erst recht nach den Anschlägen vom Januar. Die Stimmen aus der Vorstadt, sie werden lauter. Todesfalle LKW. Die Ermittler haben in Österreich ein LKW entdeckt am gestrigen Tag und heute ist es amtlich geworden. 71 Menschen sind darin verendet, muss man sagen. Sie starben vermutlich an Sauerstoffmangel. Die Ermittlungen laufen und das ist unser Top-Thema auch heute in Phoenix vor Ort. Die österreichischen Ermittler untersuchten die ganze Nacht über die Ladefläche des LKW. Dann war klar, es sind 71 Menschen, die in dem Kühllaster ihr Leben ließen, darunter auch 4 Kinder. Der Grad der Verwesung mache es aber nach wie vor schwierig, die Nationalität festzustellen. Es handle sich aber vermutlich um eine Flüchtlingsgruppe aus Syrien. Der 7,5-Tonner mit ungarischem Kennzeichen wurde gestern auf dem Pannenstreifen der Ostautobahn entdeckt. Die Schlepper hatten den LKW vermutlich bewusst dort abgestellt. Die Autobahn ist eine der Hauptdurchgangsrouten für Flüchtlinge, die über den Balkan kommen. Inzwischen seien auch erste Verdächtige gefasst, hieß es auf einer Pressekonferenz am Vormittag. Zum jetzigen Zeitpunkt 3 Personen in Ungarn in Haft haben, wovon wir ausgehen, dass das hier wirklich die Spur ist, die uns zu den Tätern führen wird. An die 20 Ermittler der Kriminalpolizei Burgenland seien derzeit im Einsatz. Man arbeite eng mit der Polizei in Ungarn, Rumänien und Bulgarien zusammen, um weitere Hintermänner zu finden. Und gerade wenn es um den Kampf gegen die Schlepper geht, ist die Polizei nicht nur national, sondern vor allem international gefordert. Müssen wir mit aller Härte und mit null Toleranz gegen die Schlepperei ankämpfen. Auf der Route Budapest-Wien werden täglich hunderte Flüchtlinge von ihren Schleppern ausgesetzt. Die österreichische Polizei hat allein in den vergangenen Tagen mehrere Kleintransporter mit Flüchtlingen gestoppt und die zum Teil hilflosen Menschen befreit. Gleich nachgefragt bei Susanne Pohlmann in Wien. Susanne, wie gehen denn die Menschen in Österreich mit der Tragödie im eigenen Land um? Also die Österreicher sind natürlich geschockt über dieses Flüchtlingsdrama. Flüchtlinge, das war bislang im Mittelmeer, das war noch relativ weit weg. Und jetzt ist es ganz krass direkt vor der Haustür passiert. Wer waren denn im LKW? Was weiß man jetzt? Michael Leitner sprach heute von einem Weg, von einem Aufruf und zeigte sich also extrem geschockt über dieses Unglück. Wer waren denn die Menschen im LKW? Was weiß man da zur Minute? Also das Erschreckende, was heute klar wird, ist ja, dass es weitaus mehr Flüchtlinge waren, als man gestern noch angenommen hat. Also es sind faktisch jetzt 71 Flüchtlinge, davon 59 Männer, 8 Frauen und 4 kleine Kinder, darunter ein Kleinkind. Die Nationalität, da wird noch spekuliert, aber man hat mindestens ein syrisches Reisedokument in diesem LKW gefunden. Also gehen die Behörden derzeit davon aus, dass es sich um syrische Kriegsflüchtlinge handelt. Und die Täter, also die Schlepper und die Hintermänner der Schlepper, was weiß man da? Es wurden bereits 7 Menschen festgenommen, 4 davon wurden wieder freigelassen. Die 3, gegen die wohl ein Haftbefehl erlassen wird, sind 2 Bulgaren und ein Ungar. Es handelt sich dabei um 2 Fahrer des Wagens und den Besitzer dieses Fahrzeugs. Das heißt, das betonte auch die österreichische Polizei heute, das sind quasi die in Anführungszeichen kleinen Fische, die man da geschnappt hat, die unterste Riege dieser Schlepperbande und diese Hintermänner. Dieser bulgarisch-ungarischen Schlepperbande, die möchte man natürlich jetzt fassen.
Was weiß man über die, oder wie sind die Reaktionen der österreichischen Politik jetzt zusammengefasst? Steht man da einheitlich oder gibt es da unterschiedliche Auffassungen, was künftig zu tun ist? Also die Innenministerin Mikl-Leitner betonte heute, dass man natürlich nicht vorhat, jetzt systematische Grenzkontrollen durchzuführen. Das will man nicht und das kann man auch gar nicht. Dazu ist die Grenze viel zu groß. Das sieht man allein daran, dass auf dieser Autobahn, auf der gestern der Lkw gefunden wurde, am Tag 3000 Lkw entlangfahren. Das ist also quasi unmöglich, dass man da wirklich alles kontrolliert. Und sie betonte eben auch nochmal, wichtig ist es, die Banden zu finden. Es handelt sich um kriminelle Menschen, denen es nur um Profit geht und nicht um sanftmütige Flüchtlingshelfer, die jemanden in Sicherheit bringen wollen. Die kriminellen Banden sind eine Sache, aber die Balkanroute, also dieser, ich nenne es mal eine Art Autobahn mit Flüchtlingen, die ist ja nach wie vor ein Problem und wird ein Problem bleiben. Was hält man denn?